habe jetzt die Aufnahme auch angemacht und klicke auf bereit. Ich bin bereit. Ich bin der Taubestüßchen. Der Taubestüßchen, ja. Boah, Junge. Das ist so cool gewesen damals. Das ist immer noch geil. Ich habe mir den Film letztens sogar noch mit Freundin angeguckt. Mega, einfach nur mega. Ich habe mich darüber so besickt, ne? Vor allem, weil das ja noch dieser alte SpongeBob-Humor ist, nämlich dieser anzügliche Fäkalhumor von jetzt. Ja. Ja, das hat sich damals auch schon definitiv nicht an Kinder gerichtet, das Ganze. Das war so cool. Das ist ja genauso wie Cosmo und Wanda, Alter. Cosmo und Wanda, wenn 11 und 11, das ist keine. Auch wenn die so aussieht, aber das ist, finde ich, keine Kindersendung. Ja, das kenne ich jetzt persönlich nicht. Alter, das kann ich empfehlen, das ist voll geil. Oder Winnie Pooh, eigentlich auch nichts für Kinder, wenn man mal so ein bisschen sich die Hintergründe anguckt. Ich glaube, Winnie Pooh und seine Freunde sind ja irgendwie so eine Repräsentation von den 7 Todsünden oder so. Okay. Ich muss hier mal, ja, das musst du dir echt mal reinziehen. Voll krass. Da gibt das echt so die krassesten Videos zu. Aber was ich jetzt immer wieder sehe bei 9gag, oder was heißt immer wieder ab und zu, ist, da ist so ein Typ, der postet die ganze Zeit diverse Kinder-Comic-Serien, so Zeichentrick und sowas, ne? Ja. Wo es voll die sexistischen Anspielungen gibt, Alter. Und da denke ich mir dann auch so, wow, Alter, wenn das jetzt ein Kind sieht, denkt sich das ja nichts dabei, aber wenn man das so sieht mit einem erwachsenen Hintergrund, ne? Schon heftig, ne? Ja. Boah, Digga, diese Hive Queens, ey. Wie das einfach aussieht mit diesem Brustkorb, der komplett aufgeplatzt ist, ne? Ja, ja. Fühl ich mich auch mal, wenn ich Honig gegessen hab. Krass. Genau so. Fast so hübsch wie meine Ex. Alter, da kotze ich ja direkt mal den Honig zurück ins Glas, ne? Das kannst du tun, weil Honig ist antibakteriell, ne? Jetzt nicht, nee, nicht mehr. Anti- Jetzt nicht mehr. Hatte ich dir eigentlich mal erzählt, dass... nee, mach mal nach der Aufnahme. Alles ja. Gut, alles gut. Ja. Gewisse Hallo, Themen Phantom sollte man nicht Opa. In der Aufnahme sagen. Deine Texturen haben noch nicht geladen. Du siehst aus wie ein Charakter aus einem Comicspiel, Alter. Da hinten ist... Wow, da hinten leuchtet es richtig krass auf. Und guck mal auf die Karte und guck mal, wo wir sind. GGZ! Digga. Weißt du, was man zum Schicksal sagt, Alter? Du siehst aus wie meine Englischlehrerin, ne? Nice. War das auch eine Chinesin? Das ist nicht nice. Weiß ich nicht, ob das eine Chinesin war. Gib, gib. Boah, Digga, warten auf andere Spieler. Komm, mach. Starte die Runde nur mit uns zweien, ist egal. Oh, wir haben auch direkt wieder den Ausgang hier, Alter. Wie nice. Ja. Luxus. Wenn alles gut geht, ist das eine kurze Runde, aber die nehmen die lade ich trotzdem hoch. Wenn das gut ausgeht. Oh, Wasser. Das ist eben, ich sehe jetzt schon Wasserteufel kommen, ne? Hab ich. Ja, das stimmt. Mich auch. Au. Okay. Hier ist der Hinweis. Ja, da. Au. Also ist das viel doch nicht hier. Schade. Oh, hallo! Alter, den habe ich durch die Scheibe gar nicht so richtig gesehen, ne? Südwesten, Westen. Vögel. Hm.
Okay, Skapalex ist es diesmal nicht. Hätte mich aber gewundert, weil das hat ja richtig krass blau aufgeleuchtet. Warst du das? Ja. Hast du geschossen? Ja. Ach Gott. So, let's go. Ja, gib eine Richtung vor, dann folge ich hier. Richtung Süden, würde ich sagen. So. Oh Junge! Oh, hab ich mich erschrocken, Alter. Müssen wir uns etwas links halten. Oh, relativ nah, Südwesten. Ja. Hier ist ein Wumba. Aber lass den Wumba mal Wumba sein, wa? Dein ist der Hinweis. Oh Gott. Emulator geradeaus. Jetzt schon drauf schießen? Warte mal, ich versuch mal, ob ich drankomme so. Ja. Boah. So, hab ich. Geil. So, jetzt könnte man mal die Alice Farm ausprobieren. Nein. Ach, gerade da ganz hinten. Ja gut, dann... Soll man nicht weiter geradeaus über Land erstmal zu Stillwater? Können wir auch machen, ja. Dann, go. Weil wenn wir Stillwater ausschließen... Ja, wir lass uns hier aber hier, dann lass uns aber hier über die Mauer und an dem Emulator vorbei. Ja, deswegen glaube ich hier lang, weil da ist kein Emulator. Mauer ist kein Garant, Alter. Der kann da auch irgendwo durch eine Öffnung durchflutschen und dann ist man gearscht. Der Vergleich. So. Lootkiste. Nice. You cannot use it anymore. Yes, indeed. Ich habe einen Spieler gehört. Ja. Wo? Irgendwo hier. Hier sind Vögel. Ja, ich glaube, der hat die Vögel gerade aufgescheucht, die da hinten sind. Oh, was machen wir? Ja, hier ist ein Spieler. Ursache? Hier. Ja. Hab ihn getroffen. Aber auch getroffen, jetzt liegt er. Ist tot? Zieh weiter dahin, sein Kumpane müsste da jetzt auftauchen. Ne, sein Kumpane kriegt aufs Maul, der hat geschrien. Ja.
Hast du ihn gesehen? Nein. Ich habe gerade auf einen Zombie geschossen, der mir nahe kam. Okay, bleib mal bitte stehen und gib mir ein bisschen Deckung. Ich seh den. Ja. Ja, ich umrunde ihn, ja? Ja. Au. Hab ihn getroffen. Weiß nur nicht, ob der liegt. Der kommt zu dir. Ja, ich weiß. Ach, fuck, Alter. Revolver. Oder Mehrfachpistole, was auch immer. Auf jeden Fall war ich super schnell tot. Ja. Alter, ich hab dich dreimal getroffen, du blöder Bastard. Ich bin tot. Wie kann der denn mit einem Stufe 1 Jäger so eine Eigenschaft haben? Dass der so Rapid Fire gibt mit dem Ding. Vielleicht ist das die Waffe selber. Ich kenn die Waffe nicht. Was ist das? Caldwell Conversion Uppercut? Nee.